Ich sehe so scheiße aus. Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Voll verarscht. Ich mache mir Sorgen um dich, kleiner Pümmel. Nein, der hat sich wirklich kleiner Pimmel genannt. Ich mach mir Sorgen um dich, kleiner Pümmel. Es ist so gut. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Alles klar. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Sieht der kleine Pimmel so aus? Ich muss später Merkwürdig. zurückkommen, um diese Gebäude genau unter die Lupe zu nehmen. Alles klar. Ja, ich stehe ja direkt davor, also kann ich ja auch mal reingehen. Ja, und damit herzlich willkommen Moinsen. zurück zu Stardew Valley. Achso. Muss ich jetzt hier irgendwas auslösen? Rattenproblem. Ja, muss jetzt herkommen. Ah, hier. Dabei wollte ich eigentlich was trinken. Entschuldige bitte. Ich wollte eigentlich nach den Schönlingen suchen. Weißt Ja, du das noch ist gar das keine, wo Blöde, das ist? wenn man diese Spiele zu zweit spielt. Ja. Weil eine von uns kriegt die Sequenz und dann wird die andere einfach mitgezogen. Ja. Aber So ist der jetzt endlich hier. Meine Fresse, wo ist der Typ denn? Der kann doch nicht von Erdbomben verschluckt sein. Da ist er! Oh, Gott sei Dank. Du hast den Ich bin Schönling. endlich hier. Ja. Gott sei Dank, endlich. Und Mache wir hier mal eine Zone. verkaufen jetzt unsere Pastinaken. Jubi. Ich möchte verkaufen. Ja, Geld. Mein Öhrchen juckt. Pastinaken brauchen 4 Tage und geben 20. Ja, Geben nachher 20? mit den ganzen. Wie heißen sie denn nochmal? Das nachher mit dem Gewächshaus und so was. Damit machen wir am meisten Geld. Wo ist denn jetzt hier eine Blume? Sag mir nicht, dass du hier alles geklaut hast gerade. Nur Sebastian. Na. Ich kenne dich kaum. Was ist das denn für eine beschissene Antwort? Ich hab dir nur Hallo gesagt, Junge. Komm mal wieder klar in deiner kleinen Welt. So. Das heißt, wir waren verheiratet. Kennst du doch nicht anders. Bist mit dem Motorrad gefahren. In der Nacht. Ich konnte nichts sehen, weil ich eine Sonnenbrille auf hatte. Ah ja, mich hat man auf ein Konzert geschleppt und hat ein Lied für mich Ja. gesungen. No. Ja, jetzt haben wir was. Mal gucken. Pam! Pam! Wo bist Mal du? gucken, was du dir einfallen lässt. Ja, ich glaube, wir kriegen gar keine Frequenzen, oder? Das wäre echt fies. Ja. Muss einen kurz jemanden geschenkt machen. Bin gleich wieder da. Pam, ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Ich weiß Wer will denn mit dir befreundet sein? warum. Hä? Ich dachte, wer will denn mit dir befreundet sein? Hey, Arschloch. Ah, oh, danke dir. Das wird vielleicht noch nützlich sein. Oh, Schleimer. Yep. Wundergold. Dum-dum-dum.
Aber weißt du, was das Geilste ist? Was denn? Weißt du noch, dass ich bei Sam im Bett gelandet bin? Ja, stimmt. Der Kuschelmoment. Ja. Wo wir still und heimlich in sein Bett gewesen sind. Als seine Mutter reingekommen ist und ich einfach liegen geblieben bin. Das war so romantisch. Ja. Ich hätte gleich kotzen können, so romantisch war das. Ich dachte, du wolltest erst das abmachen, alles wegmachen, wenn Dingsen ist. Was? Ich meine doch gerade gar nicht, mach nur diese Grünpalette weg. Ach so, die hier. Ja, die. Außer das, was da gerade so am Rand rumhängt. Oh. Spitzhacke. Ist nicht stark genug. Ja. Glückwunsch. Und immer daneben, Junge. So, guck mal. Schon. Stimmt, dann muss. Oh, ja, doch. Ich wollte auch nicht den treffen. Ich habe euch doch bloß zerdrückt. So, hier noch weg. Ist schon wieder 20 Uhr, ne? Ja. Es geht so schnell in dem Spiel. Siehst du, das sieht doch schon wesentlich besser jetzt hier hinten aus. Ah ja, dann müssen wir auch noch alles aufwerten. Dann brauchen wir noch Gold und Kupfer und hast du nicht gesehen. Stimmt ja. Soll ich euch mal zeigen, für wen wir das alles hier machen? Mich? So. Hast du die Energie wieder verbraucht? Wenn ich hier nicht alles irgendwo. Ah, alles ist im Weg, ja. Hau ab, Mist. Moment. Würde ich euch das zeigen? Für den da. Misa, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Der Opa. Der Opa schon wieder. Ja. Da ist unsere Wollte ich auch mal. Pilzhöhle. Oder ändert sich was anderes? So, Energie fast aufgebraucht. Dum, 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 Ja, lebt, oder ich glaube dum. So, einmal hinlegen bitte. Jo, einmal ins Bett gehen. Nice. Lieben. Ja, Level A, Puffarbeit Stufe 1. Yay! Was ist los? Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Mr. Was sagen Sie Rasputin. denn? Aber als erstes müssen wir gießen. Oh ja, stimmt. Ja? Warte. Muss mal eben gleich auch Päuschen machen. So. Mach mal eben kurz Päuschen. Geht weiter. Jo. Wollen wir mal eben zum Zauberer hin?
Ja, ich bin schon unten. Ich komme nach unten gewandert. Wo sind wir jetzt hin? Da oder da? Ja, ist egal, ich bin in der Mitte davon. Wir ein bisschen aufgeräumt, wenn das. Warum rennst du eigentlich schneller als ich? Ich renne nicht schneller als du. Mit Wusch und weg ist sie. Bin immer noch hier. Moin. Ja, Hauptsache ich gieß die. Ach, komm hier rein. Ach, komm herein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Weisheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter der heiligen Gra. Du verstehst schon. Nein, du, kleine. Und du, kleiner Pümmel, deine Ankunft habe ich schon lange vorher gesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Hier. Hi. Oh. Willst du tot hauen? Hast du schon einmal davon gesehen, oder? Sie nennen sich Unimus. Unimus. Ja. Das sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Weil du vielleicht ein Arschloch bist. Vielleicht liegt es daran. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Schön. Hast du eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Nee, hab ich nicht. Das ist interessant. Warte hier. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Tschö. Ich habe die Notiz gefunden. Ja. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir die Juni. Ich kann das nicht aussprechen. Unimo. Helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Das heißt, du musst den Wald abholzen? Ja. Eins mit dem Waldmagie. Was meinen sie damit? Schnüff. Aha. Komm her. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn. Rußmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du das riechen? Look. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Plus 37 Energie. Nice. Ja. Ich werde ganz grün. Ich auch. Wir werden Hulk. Hui. Also Leute, nehmt keine Drogen. Ein Boom. Noch ein Boom. Noch ein Boom. 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 Das ist wieder Boom. Bums. Boom. Ah, noch ein Boom. Noch ein Boom. Noch ein Boom. Noch ein Boom. Wieder zu Hause auf. Ja, du hast die Kraft des Waldmagie erhalten. Jetzt. Was die wahre Bedeutung der Unimo-Schriftrolle entschlüsselt. Ja, super. Ja, tschö, Zauberer. Jetzt haben wir ihn auch gesehen. Die.
Aufgepasst, Hütter kommt. Dachschaden. Ich habe keinen Dachschaden. Doch. Ich weiß das ganz genau. Erste Schritte. Warum packst du den Haken an? Ja. Mit Wachsenschuhen. Also, Annie hat ja schon mit dazu, ne? Okay, wir haben ja noch ein bisschen Energie gekriegt, da können wir noch mal ein großes paar Bäume finden. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür alles gebraucht haben für den Silo. So, das hätten wir auch schon mal. Boah, ein Baum kommen wir noch. Super. Und dann haben wir auf jeden Fall schon eine Menge Holz zusammen. Jo. Wir können uns nachher noch mal irgendwann eine Holzfarm machen. Jo. Bin einmal hinlegen und schlafen. Ist ja schon 20 Uhr. Wie wird morgen das Wetter? Keine Ahnung. Falls wolkig mit einer leichten Brise erwartet eine Menge Pollen. Hm? Es kommt eine Menge Pollen. Dann müssen wir gucken, was wir alles brauchen. Dum, 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 dum. Ui. Bin ich froh, wenn wir eine Sprinkleranlage haben, ey. Hallo? Ist da. Na, dann gehe ich mal kurz ins Dorfgemeinschaftshaus und guck mal, was wir brauchen. Dann gehe ich schon mal Blumen pflücken. Falls ihr welche sind überhaupt. Dum, dum. Dum, 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 dum. Schön entspannte Musik. Wir brauchen bestimmt Meerrettich und Lauch und Höhlenkarotte. Irgendwas davon brauchen wir auf jeden Fall. Moinsen, die kleinen Waldgeister. No, ganz mit die Schwäne. Ja, wir brauchen Wildmeerrettich, Narzissen, Lauch. Warte, 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 warte. Was willst du dir jetzt aufschreiben? Nein. Warte, so. Eine Narzisse brauchen. Wie viel? Ne, wir brauchen nur eine immer davon, ne? Ja. So, Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn. Lauch und Löwenzahn. Das sind jetzt die ersten vier, ne? Ja. Ja gut, da kommen wir ja noch nicht hin. 99 Holz, 99 Holz, 99 Stein und 10 Hartholz. Ja. Also das ist der Herbst. Erzogen. Das ist dann Wintergemüse und das Sommergemüse. Dum, 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 dum. Yay. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Bis unten. Das haben wir. Binde gespendet, Binde gespendet, Binde gespendet. Yay. Komplett, ja. Oh. Okay. Das ist so niedlich. Wir brauchen jetzt mal 300 Jahre, um dahin zu laufen.
Ja, Okay, komm. was brauchen wir da? Ja, guck du mal. Pastinaken, grüne Bohnen, Blumenkohl, Kartoffeln. Die ganzen Eier, Mais. Oh Gott. Okay, wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.